Punkt 6, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 6674, Neudruck, keine Zeltstätte in Nordrhein-Westfalen, Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten, Schulen und Turnhallen verhindern. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Abgeordneten Herrmann sehr gerne das Wort. Bitte, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und auch im Stream und natürlich auch nachher auf YouTube oder wo auch immer diese Aufzeichnungen verwertet werden. Wir haben uns schon gestern und heute Morgen über die katastrophale Situation rund um die Flüchtlingsaufnahme in Nordrhein-Westfalen ausgetauscht. Einige Unterschiede zwischen unseren Vorschlägen, damit umzugehen, und denjenigen der FDP und der Landesregierung habe ich dabei schon ausgeführt. Um es noch einmal deutlich zu sagen, wir wollen die Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme entlasten und wir wollen, dass die Perspektive der Flüchtlinge viel mehr Berücksichtigung findet, als es derzeit der Fall ist. Der Schutz der hilfesuchenden Menschen muss im Vordergrund stehen. Wir müssen in der Asylpolitik weg vom Gedanken der Abschreckung, und zwar auf allen Ebenen, in der Kommune, im Land und im Bund. Mit den zu erwartenden vermutlich mehr als 40.000 Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr und voraussichtlich weiter steigenden Flüchtlingszahlen für 2015 werden wir nur fertig, wenn es endlich ein tragfähiges und nachhaltiges Konzept zur Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden gibt, das dann auch den Anforderungen des Grundrechts auf Asyl entspricht. Unser heutiger Antrag Zeltstädte verhindern steht daher auch im Zusammenhang mit unserer Forderung nach einer Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme in Nordrhein-Westfalen hin zu einer humanen und dezentralen Unterbringung im ganzen Land. Ja. Denn die Lage in Nordrhein-Westfalen ist ja nicht erst seit gestern dramatisch. Dabei sehen wir die Anstrengungen, die die Landesregierung zurzeit unternimmt, um Notplätze zu errichten, durchaus. Ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal sehr herzlich bedanken bei allen Mitarbeitern und Ehrenamtlern, die sich zurzeit in den Unterbringungseinrichtungen um die Nöte der Flüchtlinge kümmern. Diese Menschen verausgaben sich, um den Menschen in Not in diesem Chaos irgendwie zu helfen. Ich muss aber leider auch sagen, dass Flüchtlinge schon seit Jahren oft nur stiefmütterlich und notdürftig versorgt werden. Containerdörfer, Hotelunterbringungen, Notunterkünfte in Schulen und stillgelegten Schrottimmobilien gibt es sich nicht erst seit heute. Städte mit menschenwürdigen Unterbringungskonzepten wie Münster, Köln, Wuppertal, Lünen und Leverkusen bilden doch eher immer noch die Ausnahme. Es hätte daher längst Vorgaben der Landesregierung für die Unterbringung geben müssen. Konnexität hin oder her, sagt es schon gestern, Menschenwürde ist kein deutsches Recht. Und für die nahe Zukunft sehe ich wiederum schwarz, denn der Winter steht vor der Tür. Und wenn schon ein paar Fälle von Masern das System zum Kollabieren bringen, dann sind möglicherweise Zeltstädte nicht auszuschließen. Die Wirkung wäre aber fatal, weil dadurch Ressentiments in der Bevölkerung geschürt werden und wir unbedingt verhindern müssen, dass sich Rostock, Mölln und Solingen wiederholen. Der Eindruck einer nicht beherrschbaren Flüchtlingswelle, die ja überhaupt nicht da ist, der sollte nicht künstlich herbeigeführt werden. Deshalb fordern wir eine Bestandsaufnahme. Und so etwas haben andere Bundesländer übrigens schon gemacht, um sich ein Bild von den Möglichkeiten zu schaffen und genau zu wissen, wo die Probleme liegen. Ich habe hier einen Beispielbericht aus Schleswig-Holstein. Dort war man sich bewusst, dass die Probleme durch die steigenden Flüchtlingszahlen im Land zunehmen werden. Und man wollte dort vorbereitet sein. Der Bericht wurde durch eine gemeinsame Initiative des Parlaments eingefordert. Und es wird dem Parlament auch regelmäßig Bericht erstattet. So etwas scheint in anderen Bundesländern möglich zu sein. Aber viele Wege führen bekanntlich nach Rom. Auch nach unserer Ansicht hätte es die Kommunen leichter und die Flüchtlinge tausendmal besser, wenn wir das unsägliche Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen würden. Wir können das aber als kleinste Oppositionspartei nicht alleine tun. Aber Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der regierungstragenden Fraktion, können eine Bundesratsinitiative dazu starten. Wir unterstützen Sie dabei sehr gerne. In der Zwischenzeit wäre aber vielen Kommunen auch schon damit geholfen, wenn sie auf die private und kostengünstige Wohnungsunterbringung setzen würden.
Warum wir dies jetzt nicht abermals mit unserem neuen Antrag fordern und erst einmal nach Daten und Zahlen verlangen, liegt einzig daran, wir schaffen auch das nicht alleine durchzusetzen. Es gibt ja schon einige, die unsere Ansicht teilen, zum Beispiel die Flüchtlingsorganisationen, die Kolleginnen und Kollegen der Grünen gehören auch dazu und einige Kommunen. Aber wir müssen auch die kommunalen Spitzenverbände und auch die Kolleginnen und Kollegen der SPD mitnehmen. Dafür brauchen wir Zahlen, schwarz auf weiß. Ich wünsche mir konstruktive Gespräche in den Ausschussberatungen und dass wir baldmöglichst über eine Bestandsaufnahme der Unterbringungssituation in Nordrhein-Westfalen Bescheid wissen und damit, wo und bei weiteren steigenden Flüchtlingszahlen, wo die Probleme der Unterbringung zu erwarten sind, damit wir eins nicht bekommen, Zeltstädte in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Jettim. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern waren wir uns, glaube ich, darüber einig, dass wir nicht voraussehen können, welche Krisen und Kriege auf der Welt auch bei uns in Nordrhein-Westfalen auftreffen und dass wir mit der Situation, die sich auf der Welt ergibt, auch beschäftigt sind. Flucht, Vertreibung und Elend auf der Welt sind aber für uns Verpflichtung zu helfen. Die Piraten fordern aber in ihrem Antrag Dinge, die diese Landesregierung schon lange tut oder die bereits vorhanden sind. Sie wollen eine Bestandsaufnahme, wie die Flüchtlinge in den Kommunen untergebracht sind, die gibt es. Sie wollen, dass sich das Land mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Akteuren zusammensetzt. Auch das tut diese Landesregierung, denn Sie glauben ja nicht ernsthaft, dass die Landesregierung diejenigen, die ganz nah dran sind, nicht mit an den Tisch nimmt, um mit ihnen über diese Situation zu sprechen. Sie wollen eine Überprüfung, ob die Unterbringung in Wohnungen statt in Gemeinschaftsunterkünften wirtschaftliche Vorteile für die Kommunen ermöglicht. In Nordrhein-Westfalen entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit über die Unterbringung. Und bei der finanziellen Situation der Kommunen werden die Kommunen sich, wo es möglich ist, auch für die Unterbringung in Wohnungen entscheiden. Denn wir wissen ja, dass die Unterbringung in den Wohnungen weitaus günstiger für die Kommunen ist als die Unterbringung in Zeltstätten oder in anderen Containern. Ich habe da das Beispiel bei mir jetzt gerade ganz aktuell in Moers, wo man darüber nachdenkt, entweder ein Containerdorf zu machen oder einen Neubau hochzuziehen. Also es ist eine ganz schwierige Diskussion an der Stelle für die Kommunen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Herrmann? Herr Herrmann, bitte. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Da Sie die Bestandsaufnahme offensichtlich haben, können Sie mir eine Information geben. Wir haben die nämlich angefragt und wurde gesagt, dass es die halt nicht gibt. Deswegen haben wir den Antrag gestellt. Ja. Okay. Ich gebe Ihnen gleich die Drucksachennummer. Habe ich nicht im Kopf. Können Sie haben. Ist ein Antrag von den Linken aus dem Jahr 2011. Also ich habe es nicht genau im Kopf, Herr Herrmann. Die sollte noch aktuell. Okay. Aber die Drucksachennummer habe ich. Kriegen Sie. Ja, googeln ist auch immer eine gute Alternative davon. Wenn Sie aber davon sprechen, Herr Herrmann, dass die aus der Not heraus zeitweise stattfindende Unterbringung von Flüchtlingen in Containern, Schulen und Zelten eine humanitäre Katastrophe sei, dann meine ich, verniedlichen Sie die katastrophale Situation, aus der diese Menschen kommen. Eine humanitäre Katastrophe ist für mich der Krieg, ist das Elend, aus dem diese Menschen kommen. Und wir versuchen und die Kommunen versuchen mit diesen Zeltstätten, von denen gibt es ja 10 Stück in Nordrhein-Westfalen, aus der Not heraus erstmal eine Unterbringung zu schaffen, die einigermaßen vernünftig ist. Denn wir sind uns doch einig darüber, dass wir eine vernünftige Unterbringung für diese Menschen haben müssen. So, aber wenn Sie in den Kommunen vor Ort Probleme haben, diese Menschen unterzubringen und keine Kommune kann ernsthaft voraussehen, welche Krisen und Kriege noch auf uns zukommen und mal soeben Wohnungen bereitzustellen und in Vorrat zu halten sozusagen, ich glaube, das übersprengt alle Möglichkeiten der Kommunen. Und deswegen glaube ich, kann man sich darüber beschweren, dass die Städte Zeltstädte aufbauen, aber ich will Ihnen an der Stelle mal mit Erlaubnis des Präsidenten aus der heutigen Zeitung mal kurz eine Stellungnahme des Sozialdezernenten aus Duisburg mal kurz vorlesen. Mit der Notunterbringung befinde sich die Stadt in einer bislang nie gekannten Dramatik. Vor 3 Monaten wurden uns 70 Menschen pro Monat zugewiesen. Heute sind es schon 100, bald werden es 130 und mehr sein, jeden Monat neu.
Das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass die Kommunen das nicht voraussehen können, aber vor einer Situation stehen, in der sie zunächst einmal dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Und das bei den Zeltstätten übergangsweise. Dass es in Duisburg nicht nötig ist, dafür bin ich dem Duisburger Oberbürgermeister Sörling sehr dankbar. Aber auch das kam erst, nachdem die Zeltstadt stand. Und deswegen würde ich an der Stelle alle Akteure, die da irgendwie unterwegs sind, die Wohnungen zur Verfügung haben, und das sind auch insbesondere christliche Gemeinden, die das auch haben, die an der Stelle Wohnungen zur Verfügung haben, auffordern, nicht erst, wenn es schon passiert ist, sondern schon vorher dafür ihre Wohnungen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, auch private Vermieter, ich habe Wohnungen und die gebe ich der Stadt gerne für die Unterbringung der Flüchtlinge. Also, dass das schon vorher passiert und nicht erst, wenn die Zeltstadt steht und wenn dann sozusagen in der ganzen Bundesrepublik ein Aufschrei kommt, dass Menschen unwürdig von den Kommunen gehandelt wird, denn das tun sie nicht. Ich glaube, in den Kommunen, so wie ich sie kennengelernt habe, besteht da schon genauso wie bei Ihnen und bei uns auch die Einsicht, dass wir den Menschen vernünftige Unterbringungsmöglichkeiten schaffen würden. Eine entscheidende Lösung für viele Probleme in diesem Bereich, haben wir jetzt gestern und heute auch nochmal angesprochen, ist die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Rot-Grün haben Sie da an Ihrer Seite, ganz sicher. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Yetim. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Güler. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht schön, den Antrag der Piraten zu lesen. Nicht etwa, weil er schlecht geschrieben wäre, weil er überzogen ist oder sonst irgendwie daneben wäre. Nein, er ist deshalb nicht schön, weil der Antrag der Piraten ein Stück weit den Spiegel vorhält. Uns allen, unserem Land, den Kommunen, aber auch in gewisser Weise der Landesregierung. Und keinem von uns kann diese Konfrontation mit unserer Flüchtlingsrealität gefallen. Ich gebe Herrn Yetim an dieser Stelle auch recht, möchte hier auch kein Kommunalbashing betreiben. Und uns allen ist auch klar, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass sich die Kommunen bemühen, dass man da jetzt auch pauschal den Kommunen nicht vorwerfen darf oder kann, dass sie keine nötigen Anstrengungen unternehmen würden, um Menschen würdig unterzubringen. Ich sehe die Situation vor Ort in Köln, in welcher schwierigen Lage sich diese Kommune befindet. Und es ist beileibe nicht einfach, alle der Stadt zugeteilten Flüchtlinge würdig unterzubringen. Oft ist auch die Kölner Notlösung, die Unterbringung in Hotels, alles andere als optimal. Und wer sich diese Hotels mal von innen angeschaut hat, weiß, dass ich, wenn ich von Hotels spreche, nicht von Luxusunterbringungen spreche. Dass die Stadt Duisburg nun aber sogar eine Zeltstadt aufgestellt hat, übertrifft das für mich unvorstellbar. Ich kann verstehen, wenn Länder wie der Libanon oder die Türkei Zeltstädte errichten, nicht weil das Wetter dort besser wäre, sondern weil diese Länder Millionen Menschen aufgenommen haben, die dorthin geflüchtet sind. Das würde jedes Land überfordern. Für das Industrieland Nummer eins allerdings, für das Land, dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit am Mittwoch in der Generaldebatte überdeutlich herausgestellt wurde, ist es alles andere als würdig, wenn Kommunen so weit gehen und Flüchtlinge in Zelten unterbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss andere Wege geben, diejenigen unterzubringen, die Schutz bei uns suchen. Und ich freue mich darüber, dass gestern hier im Plenum auch der Innenminister Jäger zugestanden hat, dass er diese Art der Unterbringung für nicht menschenwürdig hält. Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Minister Jäger das vielleicht auch als SPD-Parteichef in Duisburg in dieser Position verhindert hätte, dass dort überhaupt Zelte stehen. Auch wenn es jetzt gar nicht dazu kommt, Gott sei Dank, dass diese Zelte mit Flüchtlingen, dass in diese Zelte Flüchtlinge einziehen, aber sie hätten da meiner Meinung nach auch gar nicht stehen dürfen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Innenminister Jäger das mit derselben Leidenschaft seinem Oberbürgermeister in Duisburg klargemacht hätte,
wie er das einem Oberbürgermeister Sauerland im Zweifel klargemacht hätte. Vielleicht war der Entschluss des Duisburger Oberbürgermeisters, eine Zeltstadt für Flüchtlinge zu errichten, aber auch nur ein Zeichen an das Land, ein Zeichen, dass die Grenzen der Leistungsfähigkeit dieser Stadt erreicht sind. In den Ausschussberatungen werden wir über den Forderungskatalog der Antragsteller sprechen können. Und manche Forderungen sind meines Erachtens auch durchaus unterstützenswert. Beispielsweise das Thema die dezentrale Unterbringung. Und ja, Herr Yetim, auch hier haben Sie recht. Was die dezentrale Unterbringung betrifft, das entscheiden die Kommunen selbst. Es herrscht bei uns die kommunale Selbstverwaltung. Das entbindet das Land aber nicht von seiner Verantwortung, den Kommunen dabei vielleicht zu helfen, dieses Modell vor Ort stärker zu forcieren. Und das könnte das Land durchaus tun. Deshalb halte ich diese Forderung auch durchaus für unterstützenswert. Ich freue mich auf die Auseinandersetzung im Ausschuss und hoffe im Sinne der Menschen, die zu uns kommen, dass wir hier gemeinsam das Beste rausholen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Güler. Und nun spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Schäffer. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, eins ist klar, dass die Analyse zur Situation der Erstaufnahme durch das Land in weiten Teilen erstmal richtig ist, so wie es dargestellt wurde, und dass man hier nicht schönreden kann, weil die vorgesehenen geregelten Abläufe auch absehbar so nicht herstellbar sind und wir zumindest in diesem Winter davon ausgehen müssen, dass wir auf Notunterkünfte zurückgreifen müssen. Und man muss auch sagen, dass der Durchlauf in den Aufnahmeeinrichtungen aufgrund der fehlenden Kapazitäten zu schnell geht, um die ankommenden Flüchtlinge hier angemessen zu beraten und zu klären, ob beispielsweise besondere Schutzbedürftigkeiten vorliegen. Deshalb stimmen wir Grünen auch zu, dass man perspektivisch gesehen das Aufnahmeverfahren neu konzipieren muss oder zumindest darüber diskutieren muss. Vor allem müssen wir auch die Frage diskutieren, ob wir noch weiterhin eine Zweistufigkeit mit der Erstaufnahme und mit der sogenannten zentralen Unterbringungseinrichtung auch zukünftig brauchen. Aber, und das ist ja hier auch in den Debatten schon angeklungen, der zentrale Punkt, über den wir heute diskutieren und diskutieren müssen, sind eben die fehlenden Immobilien und die fehlenden Wohnungen, in denen Menschen anständig und menschenwürdig untergebracht werden können. Allerdings muss man leider auch sagen, dass weder mit Ihrem Antrag noch mit einigen Debatten und Beiträgen, die bisher schon gekommen sind, man keine Lösung schaffen wird. Ja, das Problem besteht ja weiterhin, dass wir fehlende Unterbringungseinrichtungen haben. Ich möchte aber gern auf Ihre Forderungen, auf Ihre 7 Forderungen eingehen. Und zwar sagen Sie, dass wir eine Analyse brauchen, ob die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes tatsächlich die Kommunen entlastet. Ich meine, eine Analyse brauchen wir nicht, denn wir wissen längst, dass die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die Überführung der Flüchtlinge ins SGB II die Kommunen überlasten würde. Deshalb schließt sich ja auch der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen dieser Forderung an und sagt, dass wir die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes brauchen, weil nicht nur, weil es für die Flüchtlinge gut ist, sondern auch, weil die Kommunen mit über 50% der Kosten entlastet würden. Und deshalb kümmert sich ja auch die Landesregierung darum und trägt diese Forderung nach Berlin. Ich würde mir wünschen, dass sich auch andere Fraktionen dieser Forderung anschließen würden. Dann fordern Sie eine Bestandsaufnahme aller Flüchtlingsunterkünfte in allen 396 Kommunen. Da frage ich mich ein Stück weit, wer soll das eigentlich machen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innenministerium, aber auch in der Bezirksregierung Arnsberg sind ja heute schon eigentlich von den Kapazitäten her überlastet. Und ich glaube, dass wir diese personellen Kapazitäten eigentlich in andere Bereiche stecken sollten und nicht in Analysen von Situationen, die wir eigentlich schon kennen, auch aus der kommunalen Debatte heraus. Wir wissen alle, wie es vor Ort auch aussieht. Richtig finden wir Ihre Forderung, dass die Kommunen mehr für eine dezentrale Unterbringung in Wohnungen tun sollten, dass man die Kommunen da überzeugen sollte, sowohl aus integrationspolitischen Gesichtspunkten, aber natürlich auch aus finanziellen Gesichtspunkten. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Aus unserer Sicht muss nicht mehr überprüft werden, ob es tatsächlich günstiger ist, Flüchtlinge dezentral unterzubringen. Das wissen wir eigentlich schon. Das wissen wir aus den Diskussionen auch vor Ort. Und es liegen auch schon Berechnungen von einigen nordrhein-westfälischen Städten vor.
dass wir als, dass die Landesregierung, aber auch wir als Abgeordnete mit den verschiedenen Organisationen, mit den kommunalen Spitzenverbänden im Gespräch stehen, halte ich eigentlich ehrlich gesagt für selbstverständlich. Und die Gespräche finden ja auch schon statt. Insofern brauchen wir, glaube ich, diese Aufforderung aus Ihrem Antrag nicht unbedingt. Und was die medizinische Versorgung angeht, das hatte ich auch beim letzten Punkt oder beim letzten flüchtlingspolitischen Tagesordnungspunkt, den wir heute diskutiert haben, auch schon angesprochen, dass wir uns sehr gut vorstellen können, dass man mit einem Härtefonds für die Gemeinden diese entlasten könnten und dass wir darüber diskutieren müssen, wie wir so eine medizinische Versorgung und einen entsprechenden Härtefonds auch umsetzen können im Land. Mein Fazit ist von dieser Debatte insgesamt, dass, glaube ich, da sind wir uns auch einig, dass wir die Debatten führen müssen. Wir führen sie ja vor allen Dingen auch in den Kommunen und wir führen sie auch regelmäßig hier im Innenausschuss, wo wir immer wieder auch die aktuellen Zahlen über die Belegungen der Landeseinrichtungen bekommen. Nur, und das muss ich hier nochmal sagen, glaube ich, dass wir mit diesem Antrag, den wir gerne ausführlich und auch konstruktiv im Ausschuss mitdiskutieren wollen, es sind ja tatsächlich auch wichtige Punkte drin enthalten, nur eins muss man, glaube ich, schon auch sagen, zu der eigentlichen Lösung des Problems wird auch leider dieser Antrag nicht so viel beitragen. Danke. Vielen Dank, Frau Schäffer. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort nun Herr Dr. Stamp. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben ja in dieser Woche zu dieser Thematik hier schon ausgiebig gesprochen. Das ist gut und wichtig und richtig und auch weiterhin stimmt die Tonalität, was ich sehr begrüße. Es ist wie bei vielen Anträgen der Piraten gute Aspekte dabei, zum Teil auch manche Dinge, die wir so für nicht so gut gestellt halten, die Fragestellung bzw. die Formulierung. Das können wir aber im Ausschuss auch in Ruhe diskutieren. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur eine politische Bemerkung machen. Ich bin an Ihrer Seite, wenn Sie sagen, dass Sie möglich, soweit es irgendwie möglich ist, eine dezentrale Unterbringung hinbekommen möchten. Ich glaube, dass das übrigens nicht nur eine Sache des Landes ist, sondern dass das auch eine Sache innerhalb der Kommunen ist. Ich werbe da bei uns in Bonn auch dafür, wenn Sie eine Anzahl haben von 800, 900 Asylbewerbern und Sie konzentrieren die mit 200, 250 möglicherweise noch in einem Stadtteil, der sowieso schon problembelastet ist, dann ist das alles sehr schwierig und dann gibt es auch Akzeptanzprobleme. Wenn man dann aber beispielsweise wie bei uns in Bonn 33 Wahlkreise hat und sagen würde, jeder ist mal verantwortlich für 30 bis 40 und dann haben wir noch eine zentrale Einrichtung für den Fall, dass eben besonders viele kommen, dann ist das, glaube ich, ein guter und gangbarer Weg, wo wir gucken müssen, wie wir das auch in den Kommunen überall etablieren. Ich sage aber auch, das geht nicht von heute auf morgen und das wird auch nicht überall sofort funktionieren. Und deswegen halte ich es auch für unrealistisch, wenn hier in der Überschrift schon gesagt wird, Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten, Schulen und Turnhallen verhindern. Natürlich wollen wir die Menschen nicht in Zelten und nach Möglichkeit auch nicht in Turnhallen unterbringen. Aber wenn wir Ausnahmesituationen haben, wie das momentan der Fall ist, Gott sei Dank haben wir ja vielleicht eine Chance, dass uns nicht noch Flüchtlingstrecks aus der Ukraine erreichen. Aber wenn wir sehen, was da auch sehr plötzlich kommt, dann muss ich sagen, dann bin ich froh, wenn ich geeignete Schulen habe und dort Flüchtlinge auch vernünftig unterbringen kann für eine Übergangszeit. Mir ist es dann wichtig, dass wir vor allem Menschenleben retten und dass wir das vernünftig auf den Weg bringen können, dass wir vom Grundsatz her möglichst dezentral verteilen wollen. Auch gerade wir als Liberale, das habe ich, glaube ich, jetzt hier und an dieser Stelle deutlich gemacht. Und alles Weitere beraten wir im Ausschuss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Stamp. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Jäger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich kurz einige wenige Sätze zur Aufnahmesituation, zumindest in Nordrhein-Westfalen, sagen, sowohl was die Kommunen als auch das Land betrifft. Herr Stamp, ich würde Formulierungen wie Notsituation oder Ähnliches auf jeden Fall vermeiden, weil das suggeriert, dass dieses Land nicht in der Lage wäre und die Kommunen nicht in der Lage wären, diese Zahl von Flüchtlingen, die ja nicht nur nach Deutschland, sondern auch in andere europäische Länder strömen, aufgrund kriegerische Auseinandersetzungen, insbesondere im Irak und Syrien, nicht in der Lage wären, dieses Problem zu lösen. Damit würden wir sozusagen Flüchtlingspolitik parteiübergreifend in Frage stellen. Ich gebe gerne zu, wir haben eine schwierige Situation. Die ist wirklich schwierig, obwohl Kommunen und das Land
die Kapazitäten in den letzten 3 Jahren deutlich erhöht haben, ist gerade der Anstieg in den letzten 2 bis 3 Monaten und vermutlich der, der noch vor uns liegt, vor dem Winter, so, dass unsere Kapazitäten nicht ausreichen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass dieses logistische Problem, und das nur das ist es, in den nächsten Wochen sehr viel besser sich darstellen wird, weil alle Beteiligten mit Hochdruck daran arbeiten, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Und das, Herr Herrmann, trifft zum Teil auf ganz banale Probleme, dass Einrichtungen, die auch immer gerne zitiert werden, was ist denn mit den leergezogenen Kasernen, dass da der Brandschutz nicht vorhanden ist, dass keine ausreichende Kanalisation oder andere Gründe dagegen sprechen, kurzfristig ohne größere Maßnahmen eine solche Einrichtung nutzen zu können. Ich sage ganz deutlich, niemand kann zurzeit ausschließen, dass wir auf Behelfskapazitäten zurückgreifen müssen. Das kann niemand guten Gewissens ausschließen. In 10 Städten, das habe ich heute der Presse entnommen, gibt es wohl in Deutschland inzwischen Unterbringung in Zelten. Aber alle sagen unisono, das darf nur vorübergehend der Fall sein, um wirklich eine Drucksituation, die man aktuell hat, zu begegnen. Aber dass es keinesfalls eine langfristige Lösung sein kann. Alle, ich habe wirklich, ja, Herr Stamp, ja, das ist schon etwas, es ist nicht nur Semantik, Herr Stamp, sondern ich glaube, dass Botschaften aus dem politischen Raum sehr genau aufgenommen werden, sehr genau analysiert werden. Wir haben ja bereits gestern sehr viel darüber diskutiert, wie wir die Kommunen entlasten können, insbesondere was die finanziellen Lasten angeht, die mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zwangsläufig einhergehen. Ich sage Ihnen ganz einfach, Herr Herrmann, das Beste wäre, das haben wir vorhin schon mal diskutiert, die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes, was zur Folge hätte, dass die Kommunen zwar ca. 70% der Unterkunftskosten tragen müssten, aber die gesamten Kosten des Lebensunterhaltes über das SGB II abzurechnen wären. Das wäre ein Beitrag des Bundes, der Kommunen und Länder bisher bei der Bewältigung dieses Problems nahezu alleine lässt, auch finanziell alleine lässt. Meine Damen und Herren, wir haben im Flüger, glaube ich, auch einen wichtigen Schritt geschaffen, was das Akquirieren von zusätzlichen Kapazitäten angeht. Wir haben nicht den Anreiz dadurch geschaffen, dass Kommunen, die eine Landesaufnahmeeinrichtung betreiben, dies auf ihre lokale Aufnahmequote angerechnet bekommen, dass das Land für die Unterkunft und für die Verpflegung dieser Menschen in den ersten Wochen auch finanziell eintritt. Ich glaube, das hat gewirkt. Wir haben eine ganze Reihe von Städten, die auch erkennen, dass sie bereit sein sollten, eine solche Aufnahmeeinrichtung in ihrer Gebietskörperschaft zu unterstützen, mit uns gemeinsam einzurichten. Mein Haus arbeitet mit Hochdruck daran, eine ganze Reihe dieser Einrichtungen in neuen Städten, an neuen Standorten zu realisieren. Und ich glaube, dass damit den Kommunen auch eine deutliche Entlastung entgegenkommt. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Wir sind am Ende der Aussprache und kommen zur Abstimmung. Der Elsenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 6674 Neudruck an den Innenausschuss federführend sowie nach einer Vereinbarung zwischen den Fraktionen auch an den Integrationsausschuss. Abschließende Abstimmung dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung. Wer stimmt diesem Vorgehen zu? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist einstimmig so vom Landtag entschieden.